Wie gut ist die Styling Clay Pomade von der Marke Brickell? Kommen wir zur Verpackung. Die Verpackung finde ich von der Aufmachung her erstmal ganz nice, minimalistisch, alles in schwarz-weiß gehalten. Aber die Verpackung an sich könnte tatsächlich ein bisschen wertiger sein. Wir haben hier zum Beispiel auch einen glänzenden Plastikdeckel und einen matten Tiegel. Das hätte man besser abstimmen können. Heißt, da gibt es ein paar Punkte Abzug. Kommen wir zum Geruch. Die Styling Clay Pomade, die riecht wie ein leichtes Pfefferminzbonbon oder ein leichtes Pfefferminzkaugummi. Aber finde ich gut. Die Inhaltsstoffe. 75% der Inhaltsstoffe sind gut. 25% der Inhaltsstoffe leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Relativ simpel und einfach. Es wird geworben mit einem starken Halt und einem matten Finish. Ich bin gespannt, ob das der Wahrheit entspricht. Meine Vorhaarfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Ich habe meine Haare heute Morgen in der Dusche gewaschen mit Shampoo und Conditioner und auch bereits ein paar Drops Arganöl in die Haare vorab eingearbeitet und jetzt sind die Haare komplett trocken. Kommen wir zur Konsistenz des Produktes. Die Styling Clay Pomade ist tatsächlich super weich, ähnlich wie eine Creme. Dementsprechend funktioniert das Auftragen in die Hände und auch das Verteilen in die Hände wirklich kinderleicht, ohne zu verklumpen. Allein wenn man das Produkt ein bisschen anwärmt, verteilt sich das Produkt wirklich überall rückstandslos in den Händen. Kommen wir zum Styling. Ich habe das Produkt dann, wie bereits erwähnt, in meine trockene Haare eingearbeitet. Das wurde auch vom Hersteller so beworben, dass man das machen kann. Das ging relativ easy von der Hand. Ich konnte meine Powerwellen zwar nicht damit bändigen, aber man kann so auf jeden Fall einen natürlichen Look kreieren. Ich habe später dann noch einen feinen Kamm dazu genommen, um einfach meine Seiten ein bisschen zu ordnen und das war's. So sieht dann meine Nachher-Frisur aus, nach dem Styling. Kommen wir zum Halt. Es wird mit einem hohen Halt geworben und das kann ich an dieser Stelle definitiv nicht bestätigen. Der Halt ist leicht bis maximal mittelmäßig. Von daher habe ich auch im Anschluss noch ein bisschen mit Nasenspray nachgeholfen, um einfach meine Frise zu fixieren. Kommen wir zum Finish. Auch beim Finish muss ich sagen, bin ich beim matten Finish was anderes gewohnt. Das sah für mich, für mein Empfinden eher glänzend aus und ich muss an dieser Stelle sagen, auch hier wird das Produktversprechen, was das Finish angeht, nicht eingehalten. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Das Produkt lässt sich gut aus den Haaren herauswaschen, auch nur mit Wasser. Das kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall bestätigen. Und der Preis. Ihr bekommt die Styling Clay Pomade von der Marke Brickell und zwar ganz genau 59 Milliliter davon für umgerechnet 25 Euro. Ich muss sagen, das ist an dieser Stelle für dieses Produkt, für die Performance des Produktes einfach ein Stück weit zu teuer. Deshalb gibt es hier an dieser Stelle auch Punktabzug. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist vor allen Dingen für Leute geeignet, die einen natürlichen Look kreieren wollen, die auch keinen festen Halt haben wollen und denen das Finish eher nebensächlich ist. Kann ich das Produkt weiterempfehlen? Ich denke mal, für diesen Preis gibt es auf jeden Fall bessere Alternativen von der Performance her, denn das Produktversprechen wird an dieser Stelle meiner Meinung nach nicht gut eingehalten. Totale Punktzahl. Die Styling Clay Pomade von der Marke Brickell erhält 33 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.